gewonnen im Rahmen dieser Abo-Aktion mit einem Matchbesuch. Und wir schauen uns jetzt einmal die Bilanz dieser zweiten Runde an. Wer will Samstag um 15:30 kommen, wenn es 25 Grad, 28 Grad? Richtige Männer können hochsommerliche Temperaturen ebenso wenig abschrecken wie die rund 40.000 Fans. Trotz der zwei Superhits in Wien und Graz, die meisten Fans bei Lass gegen Ried. Und ein gestürzter Erfolgstrainer macht sich seine Gedanken über das Wetter. Alles, was ist nicht Schwimmen oder Waterpolo, dann ist schwer. Aber nicht nur für Spieler, für Zuschauer. Ersatzspieler haben es da schon besser und auch für heißblütige Trainer ist Abkühlung in Sicht. Das nabelfreie Bauchhemd, frei nach Otto B. Wie man es auch dreht und wendet, die Ergebnisse der beiden Schlagerspiele durchaus überraschend. 92. Rapid-Sieg im 202. Wiener Meisterschaftsderby. Rapid ausgerechnet gegen die Austria, also wieder auf der Siegerstraße. Sturm nach 19 Meisterschaftsspielen ohne Niederlage wieder besiegt. Die Grazer gegen Angstgegner Salzburg nach wie vor seit 4,5 Jahren sieglos. Gelungener Meisterschaftseinstand Konstantinis gegen seinen Ex-Club. Perfekter GAK-Start im ersten Oberhausspiel seit 6 Jahren und bereits gestern das 1:1 zwischen dem Lass und Ried. Wieder in aller Munde. Dank neuer Werbung Christian Stumpf, Sieg im Derby. Und eine weitere neue Werbung trifft gleich zweimal. Tibor Doppelpack Jantschula schießt Salzburg an die Tabellenspitze. Übrigens, alle drei Saisontore des Meisters fielen in den letzten 4 Minuten. Der Titelverteidiger also mit der besten Kondition der Liga. Naturgemäß zu Saisonbeginn viele Veränderungen in der Tabelle. Interessanterweise von den Teams, die zweimal gespielt haben, kein einziges mehr ohne Punkteverlust. An der Spitze Salzburg vor Ried. Dann die Vereine mit 3 Punkten. Austria, Innsbruck, Sturm, der GRK und Rapid. Der LASK mit 2 Zählern und im Kampf der grauen Mäuse jagt Admira Wacker, Vorwärts Steyr, die rote Laterne ab. Abwechslung im Kampf um den Kicker-Pokal, ein Slowake, ein Norweger und ein Kroate gemeinsam mit Andi Ogris an der Spitze. Und zum Abschluss noch ein Blick zur Haute Couture. Otto B. maximal modisch am Laufsteg in der Grazer Grurm. Man trägt sportliches Zebra-Outfit. Für die nächste Hitzewelle werden für alle Ausschnitte Steigerungen erwartet. Mit sehr viel Liebe gestaltet, diese Bilanz der Runde. Hat es Ihnen gefallen, Peter Stecker? Hat mir sehr gut gefallen, vor allem die Modeschau vom Otto Baric war sehr nett, muss ich sagen. So, und wir machen weiter mit der dritten Runde. Schauen wir mal, wie die dritte Runde ausschaut. Die wird nächsten Samstag gespielt. Dienstag und Mittwoch ist der Europacup-Kampftag. Austria gegen den LASK am Freitag um 19.30 Uhr. Casino Graz, GAK gegen Rapid, Samstag 15.30 Uhr, Innsbruck Steyr, Samstag 15.30 Uhr, Ried Sturm, ebenfalls Samstag 15.30 Uhr und Baumit Admira Wacker gegen Casino Salzburg, ebenfalls Samstag 15.30 Uhr. Und damit sind wir bei unserem Telefonquiz und die Frage lautet, wer erzielte das Tor für Rapid? Nicht einsagen, Peter Stöger. Bitte rufen Sie, wenn Sie die richtige Antwort wissen, die Nummer 0667705. Zu gewinnen gibt es einiges, unter anderem 2 VIP-Karten für ein Spiel Ihrer Wahl von Rapid, ein Training mit Rapid unter Ernst Dokopil, dabei können Sie 3 Elfmeter gegen Michael Konsel schießen und der Peter Stöger hat auch noch eine Überraschung. Ja, und die Überraschung ist eben unsere CD, die wir jetzt rausgebracht haben, wo ich sagen muss, wir sind eigentlich sehr glücklich drüber, ist ganz gut gelungen. Vor allem ist es ja so, dass wir alle selbst gesungen haben. Also ich finde es ganz gut und die schenken wir natürlich dazu. Rapid kann nicht nur gewinnen, sondern auch singen. Das Gewinnen ist uns wichtiger, aber das Singen haben wir eigentlich zum Spaß gemacht und für die Fans. Danke vielmals.
Also wie gesagt, um diese Preise geht es jetzt dann. Rufen Sie an unter der Nummer 0667705, damit Sie aber ein bisschen Zeit zum Nachdenken haben. Die zweite Division, da gab